Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind tot. Ich wollte doch erst gucken, wo wir sind. Keine Zeit. Renn! Ich bin tot. Okay, wieso können wir nicht rennen? Wahrscheinlich sind wir überladen. Renn! Lauf da! Spring! Moment. Genau! Nochmal! Oh, geht nur einmal. Was haben wir denn hier in der Hand eigentlich? Was ist denn das? Vorsicht, du triffst uns noch. Ich kann nicht rennen. Wir sind überladen. Vielleicht aus irgendeinem anderen Grund. Oh, wir schleichen. Ja, dann können wir auch nicht rennen. Oh, Moment. Wir richten überhaupt gar keinen Schaden an mit dem Ding. Was ist denn das? Okay, wir haben einen getroffen. Zum Glück sind die nicht so schnell, hä? Wir können sogar rückwärts vor denen weglaufen. Los! Eistrolle. Wo ist unser Bogen? Oh, die Armbrust. Dafür haben wir doch keine Munition mehr. Der Bogen. Sehr gut. Jetzt geht's euch an den Kragen. Ich hab getroffen. Du bist so gut wie tot. Ich habe genau gesehen, dass du Schaden genommen hast. Oh nein, er regeneriert sich schon. Können wir sie in eine Falle locken? Wir können hier raufspringen. Wir können hochspringen. Oh. Nein, wir sind tot. Hat jemand abgespeichert? Ich fürchte, wir haben nicht abgespeichert. Oh nein, jetzt dürfen wir nochmal. Lauf, Haji. Oh, gut. Wir schleichen immer noch. Warum haben wir dieses Ding in der Hand? Wir brauchen unseren... Jawohl. Schnapp sie dir. Du hast das Feuer in dir. Du schaffst sie. Ja, kein Problem. Unser Feuer, Atronach, ich hat sie abgelenkt. Wir können ein bisschen mitmachen. Mit dem Bogen. Ja, wir haben doch... Wir sind tot. Lauf! Und. Genau. Oh, Schneebären. So, hier oben kommen sie erstmal gar nicht hin. Sie können auch nichts werfen. Wir rutschen. Wir rutschen ab. Lass dich nicht anfassen von denen. Oh nein, du triffst den Stein. Das mache ich auch gerne, aber das bringt nicht viel. Okay, hier sind wir auch in Sicherheit. Den Pfeil will ich wieder haben, der war teuer. Okay, dann du. Du bist schon geschwächt. Es ist viel zu warm für dich. Oh nein. Nein. Gib mir den Pfeil zurück. Oh Mann. Naja, wir sind aus der Gefahrenzone sozusagen. Sie sind ganz schön wütend. Genau ins Auge. Und der hat ja nur eins. Du kannst nichts mehr sehen mit einem Pfeil im Auge. Zieh dir den Pfeil raus. Da, spring. Boah, der kommt.
Ja, der kennt den Trick jetzt. Ja. Jawohl, aber das hat er noch nie gesehen, wahrscheinlich. Der hat nicht aufgepasst vorhin. Ja, alle sind sie weg, die Eistrolle. Oh, da hinten stehen sie. Okay, sind wir jetzt in Sicherheit oder nicht? Ich höre nichts mehr. Sie sehen uns noch, aber sie wissen jetzt nicht, was machen sie mit uns. Wir hauen ja immer ab. Oh, wir werden erfrieren gleich. Erstmal, ich habe in den Kommentaren mehrfach gelesen. Moment. Ach so. Da nehmen wir besser die Maus dafür. Ich habe mehrfach gelesen in den Kommentaren zu Skyrim bei uns auf dem Kanal. Ja, überredet. Ich wollte es ja sowieso machen. Was ist? Novize ist das Einfachste. Wo ist normal? Lehrling? Adept? Experte? Meister? Ja, wir sollten auf jeden Fall von legendär runterschalten, habe ich gelesen. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind 500 Folgen, haben wir aufgenommen und sind kaum weitergekommen. Wir waren nicht mal in Weißlauf. Wir haben nicht mal Lydia kennengelernt. Ja, was nennen wir denn jetzt? Adept reicht doch, oder? Oder vielleicht sogar Lehrling. Novize. Novize wäre gut für uns. Ach, versuchen wir erstmal Meister und gucken. Wir versuchen einmal ganz kurz und ich möchte auf Adept, glaube ich, oder Lehrling sogar. Wir gucken, ob sie jetzt Schaden nehmen, ja? Das ist das, was ich gerne ausprobieren möchte jetzt. Denn sonst kommen wir immer noch nicht weiter. Das ist aber auch, was haben wir denn? Oh, tetrische Pfeile, die teuren. Ne, wir treffen gar nicht. Auf Meister treffen wir nicht. Sind wir Meister? Jetzt sind wir gerade Meister, ja. Aber wir sind nicht mehr legendär. Oh, schade. Okay, er nimmt Schaden, aber es dauert immer noch super lange, oder? In den Po. Ach, tu nicht so, du magst das. Ich weiß das. Nee, es dauert immer noch zu lange. Es geht jetzt schon, aber... Wir haben ja die ganzen anderen Schwierigkeiten schon drin. Also wir haben das Fadenkreuz ausgeschaltet. Wir haben verschiedene Mods, die das Ganze nochmal erschweren drin. Und ich denke, wir können noch eine Stufe runterschalten. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Ja, wir schalten noch eine Stufe runter. Ne? Adept reicht, glaube ich. Adept. Was? Wir haben uns selber getroffen. Ja, da muss ja was passieren hier. Wir müssen ja wenigstens sehen, dass der Schaden nimmt. Und Meister ging ja eigentlich auch, aber... Achso, jetzt können wir ihn nicht ausnehmen. Da sind noch Feinde in der Nähe. Hat sich schon besser angefühlt jetzt. Experte. Okay. Ja, dann können wir gleich auf ganz leicht spielen. Ja, aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass wir das leichter machen. Da muss ja, wir müssen ja durchkommen. Wir sind ja der Held. Und irgendwie sind wir auf Stufe 60 und überhaupt nicht heldenhaft. Wir haben keinen. Okay. Hierfür haben wir auch nichts. Keine Pfeile ausgerüstet. Okay. Komm her, du. Du denkst ja nur, dass du Feuer widerstehen kannst. Du magst es, gegrillt zu werden? Oh nein. Genau.
den Kopf in den Sand oder hier in den Schnee. Okay, das letzte Versuchskaninchen. Wir sind gleich bei ganz leicht. Adept, das sollte reichen. So. Jetzt aber. Ich komme hier nicht rum. Schnapp ihn dir, was machst denn du da? So geht das nicht. Hier, so. Brenn, 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 brenn. Oh. Ja, dann müssen wir auf ganz leicht stellen jetzt. Du, 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 du bist nicht tot. Wo sind unsere Schwerter? Wir haben nur das Ding hier. Damit können wir aber das hier machen. Au! Eigentlich dürften wir doch jetzt gar keinen Schaden mehr nehmen, oder? Auf dieser Stufe. Ja, mit einem Bogen kann man auch zuschlagen. Hey, worauf schießt du da noch? Du atmest noch? Halt, bleib liegen. Hey, warum stehst du wieder auf? Au! Lass das sofort sein! Ich habe den Bogen raus! Oh nein! Zum Glück haben wir nicht abgespeichert wieder. Warum speichern wir nicht ab? Wir haben doch die F5-Taste jetzt. Oh, vor die Wand. Autsch. Kommt her jetzt. Nehmt das. Und wir nehmen das und helfen mit. Das sind dädrische Pfeile, die spürst du, das weiß ich. Die möchte ich alle zurückhaben. Die sind nummeriert. Alle schön sortiert wieder zurück, ja? Schieß! Oh, oh, ein Pfeil ins Knie. Keine Pfeile mehr? Schieß! Schieß! Keine Pfeile! Okay. Huste! 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 Das heißt nicht husten. Was macht sie denn da? Schrei. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Warum haben wir eigentlich so wenige Pfeile, so wenig Pfeile dabei? Okay, diesmal in diese... Hier, erstmal den hier. Oh nein. Das war der falsche. Den. Ich kann nicht mehr... Ich... Oh nein, die Maus. Wie rennt der denn hier? Achso. Schneebären. Rauf, 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 rauf. Zieh dich rauf, zieh dich rauf, zieh dich rauf. Du schaffst es. Ja, wir sind fast oben, wir sind fast oben. Wir sind... Jawohl. Jetzt aber. Okay. Dann bekommt ihr das von uns. Lock sie her. Du musst sie herlocken. Was? Schießt du den Baum an? Lass den Baum in Ruhe. Das Holz brennt. Ach, da ist einer. No. Genau, du machst das richtig. Ich helfe dir. Ihr dürft euch nicht bewegen, ihr müsst still stehen, damit ich euch auch treffen kann. Oh mein Gott!
Mach das richtig! Jawohl. Ja! Okay. Wisst ihr, was mir jetzt eingefallen ist? Ich kann das hier machen. F5! Endlich gefunden. So, du kommst noch mal her. Dahin. Die Pfeile muss man mit E einsammeln, oder? Die letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her. Ich muss alles wieder von vorne lernen. Eigentlich sollten wir jetzt wirklich auf ganz leicht stellen. Da hat sich einer versteckt. Den kriegen wir aber. Pfeil! Haben wir keine Pfeile? Schon keine Pfeile mehr? Jawohl! Okay. Hey, zwei Schuss. Gejagter Troll ist down und wir sind wohlauf. Ich habe Schneebären hier gesehen. Lecker Schneebären. All die Pfeile hätte ich gerne wieder. Dädrische Pfeile. Keinen Schimmer habe ich, wo wir die her haben. Aber wir haben sie und jetzt sammeln wir sie wieder ein und dann haben wir sie wieder. Erstmal durchsuchen. Erstmal die Pfeile wieder zurück. Pfeile an mich. Septime an mich. So, wir kommen gleich wieder auf dich zurück. Bleib da. So ein Schlachtfeld, überall Pfeile von uns. Wenn das einer mitbekommen hat. Wer ist denn hier der Held? Ah, Pfeil. Hier liegt ein bisschen Fell. Pfeile. Durchsuchen. Und der letzte. Alles gut so? Ja, ich denke. Alles gut so. Und dann können wir noch mal das hier machen. F5. Da sind doch Pfeile. Egal. Wir fangen vorne an, das Blut entnehmen wir. Ach so, wir müssen die Waffe wegstecken. Das Blut entnehmen wir. Dann haben wir schon mal Trollblut. Und ansonsten können wir ihn noch häuten. Zutaten gibt's auch. Ausweiden. Durchsuchen. Nochmal durchsuchen. Ja, wenn noch was drin ist, wir nehmen alles mit. Na klar, na klar. Kann man alles nehmen? Ja, natürlich. Und entsorgen ordentlich, damit hier das nicht anfängt zu müffeln im Schnee. Natürlich rohes Trollfleisch, so viel. Und ihr seht schon, wir frieren langsam ein. Also es ist schon haarig genug. Mit all den Modifikationen, die wir drauf haben. Zu den Modifikationen nochmal. In der Videobeschreibung, in allen Videobeschreibungen, stehen entweder die Modifikationen und seit neuestem in den neueren Videos, weil es zu viele Modifikationen geworden sind, als dass sie reinpassen würden in die Videobeschreibung, gibt es aber einen Link. Und zwar einen Link zu einer Textdatei. Jeder, der Google hat, beziehungsweise hier ein Account bei YouTube, der kann dann diese Textdatei sich angucken und da sind alle Modifikationen ordentlich mit Link und mit, glaube ich, Datum sogar und allem möglichen aufgelistet, die wir nutzen. Falls es jemanden interessiert, warum wir hier so frieren. Karkas? Ach was. Oh oh, wir haben Durst scheinbar. Wir sind so überladen, dass wir überhaupt noch laufen können. Durchsuchen. Tatsächlich, ja. Und nochmal, nein, entsorgen. Weg damit.
Und den dritten schnappen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's runter ins Dorf. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, nachdem wir sie jetzt befreit haben von dem Fluch hier. Was ist mit der Flagge da oben? Muss die nicht wehen im Wind eigentlich? Na, die ist verzaubert. Die ist schon steif gefroren. Das ist total kalt hier. Guckt euch alleine mal den Umhang unserer Lucretia an hier. Nun, steif gefroren ist das alles. Ihre Haare auch und ihre Lippen wahrscheinlich. So, wie auch immer, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.